Ina, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XI. Wir sind bei der Adolin-Mission Glimmer of Portent. Und das war ein Game Day Wait und den haben wir damit verbracht, dass wir das Sidequest Apocalypse Nigh so weit wie möglich beendet haben. Moment, hier oben habe ich das, glaube ich, drin. Genau, so weit wie möglich beendet heißt, dort kam dann jetzt auch ein Game Day Wait. Dementsprechend heben wir uns das nochmal auf für einen Moment, uns die Belohnung da abzuholen. Aber wir haben das soweit abgeschlossen. Und damit halt noch ein bisschen Zeit verbracht, die wir ja irgendwie totschlagen mussten, weil dieses Spiel hier irgendwie, beziehungsweise diese Erweiterung, ja, Game Day Wait the Expansion ist, im Prinzip. So, bei Level geht's weiter, oder Leveal, oder ich weiß nicht, wie spricht man ihn aus? But you're humming the most terrifying thing I've ever heard. Ja, verdient hast du das, verdient. Okay, er hat einen Run-In mit unserer Lieblingsexorzistin. Okay, klar, kein Problem. Irgendwas mit der Careers Coalition. Irgendein Problem hätten sie mit denen. Schauen wir mal da vorbei. Und ob wir helfen können. Immerhin hat sie lieb und nett gefragt. Okay, Careers Coalition. Moment. Moment. Die ist doch nebenan. Oder? Das hier ist doch die Careers Coalition, für die wir immer die Imprimatus ausgegeben haben. Apropos, wie viele haben wir denn eigentlich wieder angesammelt? 11 Stück. Hm. Aber, dass wir diese Mission starten konnten, heißt, dass wir genug haben. Das heißt, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war das der letzte Fame-Check. Also, halten wir fest, Fame 7, habe ich nämlich nachgeschaut, haben wir derzeit. Und 45 Imprimaturs. Check. Gut. Mit wem sollen wir hier sprechen? Ach, hier draußen. Mit Kiplik. Wenn euch der... Also wenn ihr die Cutscene hier nicht bekommt, beziehungsweise diese Mission starten könnt, dann solltet ihr wahrscheinlich noch ein paar Imprimaturs verbrauchen und oder diese Fame-Quest-Kette nochmal weitermachen. Aber wenn ihr dem ganzen Projekt so gefolgt seid, dann sollte das alles passen. Okay, scheint, als wäre der Typ mit den rosanen Haaren der Boss dieser Koalition. Die Pioneers-Koalition, das war die Leilon Gavro, die wir da gerade hatten. In der Mamas-Koalition da unten. Das war Theodor, der Vampir-Typi. Also jeder hat so einen markanten NPC, der quasi, ja, bei denen das Sagen hat, sag ich mal. Gut, von hier aus geht es jetzt zur Waterfront. Und bei J4 soll eine Port Storage sein. Wahrscheinlich da ganz hinten irgendwo. Der Sunrise Beacon. Dort. Okay, hier das Lagerhaus.
Naja. Das nächste Quest heißt, die nächste Mission heißt Korea Catastrophe. Das passt ganz gut für das, was da passiert. Das wird eine Katastrophe, das hier irgendwie unterzubringen. Hier sagt er, wir sollten uns gut stellen mit der Prinzessin, ne? Und die Entwickler des Spiels haben bestätigt in einem Interview, dass hier entschieden wird, was man besorgen soll anhand der Beziehung zur Prinzessin. Bestätigt? Ausgewählt. Wir kriegen jetzt ein Item gesagt, was wir besorgen sollen. So. Und, genau, eins davon. Davon sollen wir eins besorgen. Locks of Manticore Hair. Das ist in Ordnung, schätze ich. Vier Stück? Okay. Das heißt, wir gehen Manticore hunten. Gut, das ist in Ordnung. Also, letztendlich könnte man es auch im Auktionshaus kaufen, aber für Manticore sind jetzt kein Problem. Zumindest Hair. Hair droppt von denen direkt. Hätte auch Leather sein können. Oder Buffalo Leather. Müsst ihr euch mal vorstellen. Furchtbar. Buffalo Horn wird auch von Buffalos direkt droppen. Eft Skin wäre auch eine Möglichkeit. Von Efts. Ja, okay. Und wir suchen halt Manticore. Und ich weiß schon genau, wo ich die finde. Also schauen wir erstmal hier zum Pioneers Coalition, zum Homepoint. Falls ihr Buffalos braucht, die würde ich irgendwie in Ulegorond Range suchen. Efts, die sind natürlich an den Docks in Bibiki Bay. Da laufen ja ganz viele rum. Direkt beim Buch. Und die Manticore, das machen wir jetzt hier zusammen. Solange ihr kein Leder braucht, ist alles gut, weil das müsstet ihr wahrscheinlich craften, oder? Ich glaube nicht, dass ihr es direkt droppen. Moment, ich schau mal gerade. Ja, das müsste man craften. Aber wenn ihr dem hier so gefolgt seid, dann solltet ihr hoffentlich kein Leder haben, sondern höchstens ein Horn, ein Skin oder Hair. Und das sind direkte Monster-Drops. Und das ist eine gute Nachricht. Okay, ich will nach Volbo, Cape Terrigan. Da, wo wir gegen Garuda gekämpft haben. Hier laufen ganz viele Manticore rum. Okay, Asiela brauche ich glaube ich nicht. Leon 2 für Treasure Hunter, ich glaube, da kommt der Effekt mit. Romamigo. Und in Nanamigo. Ich farme irgendwas vom Monstern-Team. Und die Monster selbst sollten hier nicht das Problem sein. Die sind ja direkt an dem im Homepoint, hier auf dem nicht sichtbaren Stück der Karte. Da laufen sie rum. Incredibly easy prey. Das ist okay. So. Vier Härchen von denen. Eine hätte ich schon mal. Na, also, ich vermute, dass, als ihr zum Beispiel der Prinzessin immer auf die Brüste geschaut habt bei jeder Gelegenheit, dass ihr dann hier Leder wahrscheinlich beschaffen dürft. Immerhin haben wir so mal ein bisschen was zu tun. Notfalls gäbe es Manticore auch noch in Ostaltepa. Ja, generell in der Wüste. Im Nordwesten von Ostaltepa.
Und ich glaube auch im Nordwesten von Westalteba. Ja, okay, die Droprate könnte besser sein, schätze ich. Aber schlecht ist sie jetzt auch nicht, wa? Beziehungsweise ist kein Problem. Es gibt hier genug Manticore eigentlich. Wahrscheinlich, wenn der letzte down ist, ist der erste schon wieder gespawnt oder so. Na, sehr schön. Das Coca-Trees-Ding brauche ich jetzt nicht. Haben wir diesen Gegnertyp eigentlich schon in Final Fantasy 14? Oh, sehr schön. Drei schon mal, vier braucht man nur. Da brauchen wir noch einen. Jupp. Ey, 7400 und. Und das war auch der letzte. Sehr schön. Viermal Manticore H. Ja, dann geht's zurück in die Stadt. Und dann geben wir denen die Sachen. Das ging fix. Adolin Isles, West Adolin. Egal welcher Homepoint, wir nehmen den Waypoint eh gleich weiter. So, Waterfront. So. Da traden wir das hin. Was wollten wir besorgen? Viermal Manticore H. Bitte sehr. Und das sollen wir zurückmelden bei Kiplik in der Korea's Coalition. Das heißt Platea Triumphos. Irgendwelche Geschäfte, so wie ich das mitbekommen habe. Mit den Middlelands, also mit Venadiel. Wir haben ihn dazu gebracht, sich zu entscheiden für irgendwas. Mal schauen. Okay.
zurück in die Pioneers Coalition und ich schätze mal, wir haben unsere Aufgabe erledigt, also melden wir das auch der Lelangavo bzw. Levir. Level. Ich weiß es nicht. It's great at flapping his lips. Er ist sehr leidenschaftlich bei seinem Job. So, jetzt ist übrigens, also ab jetzt ist eigentlich egal, wie die Beziehung mit der Prinzessin aufgebaut ist. Das ist jetzt komplett euch überlassen. Weil wir haben jetzt den Grund dafür, dass wir die gute Beziehung mit ihr haben wollten, hinter uns. Und ja, außerdem, herzlichen Glückwunsch. Game Day Wait. Das heißt, lasst uns mal den Job auf Dancer wechseln. Ich nutze diese Gelegenheit, jetzt hier an dieser Stelle euch zu zeigen, wo man noch mit dem Dancer in Artogan leveln kann. Weil dafür lohnt sich kein extra Part. Und dieser hat ja auch erst gerade angefangen. Entsprechend ab Level 80 mit Dancer könnt ihr zu folgendem Camp dann laufen, zu dem ich euch jetzt hinführen werde. Naja, sobald ich meinen Job gewechselt habe und alles, ne? So, Dancer, Subclub Thief. Waren sie noch alle ausgerüstet? Übrigens, denkt doch mal daran, dass ihr hier mal reinschaut, ob ihr schon wieder Besseres tragen könnt. Ihr könnt nämlich zum Beispiel einen Padawan, Kasagant, auch tragen als Dancer. Und ich glaube, die anderen Sachen sind erst ab 99 hier, ne? Ja. Genau, aber hier statt dem Floridring kann man zum Beispiel, oder halt hier lege ich den Rajas an und dann packe ich den Unterlams in den Rechten. Das geht ja jetzt auch. Und Ohrringe sind ja wie gehabt, ne? Das Moonring Blade, das können wir auch ausrüsten auf dem Dancer. Sollten wir vielleicht auch mal tun. Ist vielleicht auch nicht übel. Okay. Und ich hatte es schon mal erwähnt. So ganz beiläufig. Wir können als Dancer mittlerweile Presto. Na, das da. Ist einfach so ein kleiner Skill. Und danach sind die Steps besser. Und ihr seht schon, der hat keine lange Recast-Time, so irgendwie 15 Sekunden oder sowas. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen. Macht euch ruhig ein Makro, wo ihr Presto und dann Step macht. Das habe ich nämlich auch. Für meine Dancer-Makros. Also bei den meisten ist übrigens nichts drin, die habe ich nur benannt nach den Jobs. Ich habe hier meine Dancer-Makros mit den Steps. Da habe ich Presto, Wait One und dann Box Step zum Beispiel. Oder Stutter Step. Das sind so die beiden, die ich benutze. Und das bringt euch halt jeweils 5 komplette Dingens. Na, sag schon. Finishing Moves. Ich glaube, so heißen sie, ne? Und mit dem Reverse Flourish kann man sich dann halt einfach mal 650 TP dadurch wiederherstellen. Einfach nur, dass man einen Step gemacht hat, der 100 TP kostet. Das ist doch schon mal ganz nett. Außerdem hatten wir. Ups. Merit Points vergeben. Und wir haben mittlerweile schon wieder welche angesammelt. 26 habe ich in meinem Fall. Ich bin mal so frei und. Also hier in Gruppe 2 solltet ihr alles einmal haben, wenigstens. Closed Position kann man vielleicht noch erhöhen. Weil wir irgendwann tanken werden und dann klingt das auch ganz nützlich. Aber ich würde hier oben das priorisieren. Das heißt erstmal Steps Accuracy und Haste Summer Effekt. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich den noch kann. Okay, hier oben darf ich maximal 10. Oder? Wie lese ich das da unten? 4 von 10, das Gelbe ist das untere wahrscheinlich. Na, also hier. Das da ist wahrscheinlich das.
Das heißt, hier habe ich 4 reingepackt, ich darf aber 10 insgesamt. Und für die oberen, für die weißen, da habe ich 6 reingepackt von 10, darf ich. Das heißt, man muss sich schon entscheiden, welche man nimmt, ne? Komm, machen wir da 5. Da ist das auch voll. Ja, okay, dann ist das auch easy. Ups, nicht lower, raise. Lower ist dann wieder runternehmen, ne? So. Dass man das als Ziel hat. Die da oben und, ich habe jetzt noch 5. Moment, die schaue ich hier nochmal rein in HPMP. Nein, da passt es nicht mehr. Okay, sonst hätte ich das da nämlich reingepackt. Ist vollkommen egal, wenn ihr jetzt nicht diese Merit Points hier gerade zur Verfügung habt, so wie ich, weil ihr die vielleicht nicht zufällig nebenbei bekommen habt. Macht absolut nichts. Wir haben, was wir brauchen hiervon, als weiteres nur Upgrading, optional. Ich würde jetzt auf Closed Position an der Stelle setzen. Habe ich noch einen Merit Point? Als Dancer verdiene ich keine, weil ich nicht auf Limitpunkte umstelle, sondern Experience Points haben möchte. So, und was ich noch sagen wollte, die neuen Abilities, die wir gelernt haben, hier No Foot Rise, gibt ja Finishing Moves, immer wenn man es benutzen kann, und die beiden Dances. Die kann man vielleicht auch mal in die Makros einarbeiten. Ich habe hier zum Beispiel, also mehr Dancer Makros habe ich nicht, das hier sind alle für mich. Ich habe hier einmal Weapon Skill, das ist Building Flourish und Evisceration oder Wild Flourish, falls ich das nicht benutze. Hab hier Animated und Reverse und Climactic Flourish, die ich hier mal benutze. Habe hier die Steps mit Presto. Ich habe die Sambas. Na, dass hier der dritte am ersten benutzt wird. Wenn die TP nicht reichen oder das Level nicht reicht, dann wird der zweite benutzt. Oder ansonsten der ganz normale. Das Pull-Makro, wie gehabt, das ist nichts Neues. Fandance und Saber Dance habe ich hier noch drin. Saber Dance, denkt da dran, das ist offensiv, dann könnt ihr euch noch nicht heilen, dann könnt ihr keine Walzer machen, solange das aktiv ist. Und Fandance ist defensiv, da erhöht ihr eure Agro, die ihr erzeugt, aber könnt keine Sammers tanzen. Und No Foot Rise habe ich hier auch, NFR ist das, habe ich einfach drin. Und ansonsten halt Spectre Jig und Chocobo Jig. Chocobo Jig ist das schneller Laufen, dementsprechend habe ich das statt Flee meinem Dancer. Weil ich mit dem Dancer ja später eher Chocobo Jig machen werde statt Flee. Vor allen Dingen, wenn der Subdrop Thief dann nicht mehr verfügbar ist oder nicht mehr genommen wird. Na, wisst ihr Bescheid. Nur mal so als Erklärung und mit diesem Setup komme ich zumindest ganz gut klar. Ich schaue jetzt gerade in Arthur Garn einmal vorbei, um mir Sanction zu holen. Ich glaube, Home Point 1 ist das noch da. Ja, der in der Mitte. Sehr schön. Und danach zeige ich euch das optionale Camp ab Level 80. Das alternative Camp. So, nicht das optionale. Optional ist das alles. Ihr müsst das hier ja gar nicht nachspielen oder ähnliches. Das ist ja euch überlassen. So, einmal Asrad, hallo, einmal Sanction. Yes, mit Regena, schätze ich. Kann man mal machen. Hat man so ein passives Regena dabei. Und jetzt nehmen wir den Homepoint. Und zwar nach Seite 2. Halvung ist das, glaube ich. Mount Sayolm, Homepoint 1. Da waren wir schon einmal für ein Battlefield, als wir damals die Atogan-Story gemacht haben. Aber hier können wir auch Gegner bekämpfen. Das heißt, wir rufen hier doch jetzt einmal die Trust, mit dem wir kämpfen werden. Es ist vollkommen euch überlassen, ob ihr dieses Camp nehmt oder dann doch lieber die Vögel nordwestlich von Nashmau. Persönlich mag ich die Vögel lieber, aber ich wollte euch das hier jetzt ja demonstrieren bzw. mal zeigen. Astiella würde ich auf jeden Fall empfehlen an dieser Stelle.
Wir sind erstens über 75, da ist sie dann brauchbar. Und zweitens macht sie magische Angriffe, was auch sehr, sehr nützlich ist an der Stelle. Und wie nehmen wir denn noch? Und dann kommt Semilafina einfach wieder. Und Tenzin. Das passt schon. Oh, und natürlich an dieser Stelle die Erinnerung, falls ihr den Trial-Dagger noch nicht fertig habt, rüstet ihn aus. Benutzt ihn. Also, wir reiten hier einmal von dem Homepoint aus nach dem Westen weg. Und an der Kreuzung da vorne, die dürft ihr gleich kommen, reiten wir nach Süden. Nach links. Jetzt folgen wir einmal dem Weg, bis wir aus der Höhle rauskommen und hoffen, dass da noch niemand anders ist. Genau, hier raus. An dem Vamora-Prinzen da vorbei. Und hier. Genau hier. Das ist unser Camp. Da. Und hier könnt ihr die Orichalcum-Shells machen. Sie linken nicht. Sie könnten aggroen, da wäre ich vorsichtig. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Camp, wenn ihr Magier seid. Also wenn ihr zum Beispiel mit dem Black Mage auf diesem Level hier unterwegs seid. Weil generell diese Gegnertypen hier, die Krabben, die sind natürlich physisch resistent, das ist kein Wunder, ne? Aber magisch nehmen sie halt ganz gut Schaden. Aber ihr seht schon, das geht alles. Dann schauen wir mal, wie die XP gleich sind. Achso, ich kann euch das jetzt nochmal zeigen. Ich mache mal Presto mit Step. Zack. Fünf Finishing Moves. Den Flourish. Zack. 600 TP. Einfach so. Das kann man im Prinzip alle 15 Sekunden ungefähr machen. Und so kommt man sehr schnell an TP. Das heißt, ihr könnt dann auch eure Skills nutzen. Punkt. 9660. Okay, das ist jetzt mit XP-Ring. Aber trotzdem. Das kann sich doch sehen lassen, oder? Und hier gibt es genug von diesen Dingern für zwei Leute, sag ich mal. Außer ihr verbündet euch und kämpft zusammen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Aber zwei Gruppen können hier kämpfen. So. Achso, noch Foot Rise. Zack. Ein Finishing Move. Einfach so bekommen. Ah, vielleicht sollte man noch Foot Rise auch nochmal einmal verbessern irgendwann. Das ist eine Idee. In der unteren Kategorie. Kann man alle 3 Minuten einmal so einen Finishing Move generieren. Ich meine, falls man es braucht. Das ist zumindest zum Kampfbeginn immer ganz nützlich. Aber meine Güte, mit Presto ist das dann wahrscheinlich eh hinfällig. Ja, also es geht auch schon. Das ist ganz in Ordnung hier. Genau. Und hier werde ich jetzt bis auf Level 85 leveln, denke ich. Weil wir sind gerade 80. Mache ich einmal 5 Level. Und ich schätze, dann ist auch ein Ingame-Tag rum. Und dann sehen wir uns zur nächsten Mission in Adolin wieder. Würde ich sagen. In dem Sinne,
Wenn es euch gefallen und oder weitergeholfen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Es kostet euch nichts und bringt mir viel. Ihr könnt auf den Discord kommen, wenn ihr Bock habt. Den Link findet ihr auf jeden Fall in meinem YouTube-Profil irgendwo versteckt. Wenn nicht sogar in der Videobeschreibung. Bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob ich den da regelmäßig reinpacke. Ansonsten sehen wir uns aber beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.